Heute, Freunde, klären wir das Geheimnis, was wir gegen die Goronen verwenden können, um zum Todesberg zu kommen. Freunde, willkommen zurück bei Twilight Princess HD und jetzt schauen wir, was hier drin ist. Ich vermute ja, es sind Armbänder. Nein! Du erhältst Eisenstiefel. Mit diesen Stiefeln wirst du so schwer, dass selbst ein Gorone dich nicht umhaut. Legst du sie auf Y, X oder R und ziehst sie an, kannst du sogar unter Wasser laufen. Okay. Das ist mal was ganz anderes, als ich es erwartet hätte. Wie du siehst, sind diese Stiefel aus soliden Eisen gefertigt. Wenn du sie trägst, wird auch ein Gorone dich nicht so leicht umhauen können. Zieh sie unbedingt an, bevor du mit einem Goron kämpfst. Erzähl aber keinem davon, vor allem Leonard davon zu erkennen und was davon erfahren, okay? Geht fit, weil das jetzt sozusagen sein Geheimnis ist, oder? Mit dem er Goronen besiegen kann. Und die Leute sollen nicht erfahren, dass es einfach nur ganz simpel mit ein paar Eisenstiefeln gemacht hat. Aber es ist in Ordnung. Wir müssen ihm ja dankbar sein, dass er uns hilft. Und ja, jetzt können wir zurück nach Kakariko, um den Goronen herauszufordern und anschließend zum Berg zu kommen und die ganzen Dinge wieder ins Laufen zu bringen, um am Ende letztendlich Kakariko wieder bevölkern zu können. Zumindest war das ja irgendwo von Anfang an das Ziel und das ist es immer noch. Da vorne ist auch Epona. Mein Girl, ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir können zurück nach Kakariko reiten, ne? Teleport können wir leider immer noch nicht benutzen. Das geht nur in Wolfform, wurde mir geschrieben. Also müssen wir uns nochmal auf einen kurzen Ausritt gefasst machen. Und dann können wir den Goronen herausfordern. Ich freue mich auf jeden Fall schon, weil ich denke, dass es da auch der zweite Dungeon auf uns warten wird. Und die Dungeons fand ich immer sehr, sehr cool. Und die Story muss ja immer noch ein bisschen vorankommen, weil ich sag mal, die meisten Sammelquests, habt ihr mir gesagt, die kommen alle noch. Ihr habt mir nämlich zum einen was zu den Goldkäfern geschrieben. Oder zu den Goldinsekten. Und ihr habt mir gesagt, dass man sozusagen das geschlechtsmäßige Gegenstück dieser Insekten, also beispielsweise, wenn man das weibliche findet, dann fehlt ja noch das männliche oder andersrum, dass man sozusagen das geschlechtliche Gegenstück dieser Insekten, ne, immer im selben Gebiet findet. Also, wenn wir sozusagen auf der Ebene von Hyrule ein weibliches irgendwas finden, ne, dann finden wir auf der Ebene von Hyrule auch das männliche irgendwas. Versteht ihr? Und das sollte uns auf jeden Fall dabei helfen, diese ganzen Goldinsekten zu finden. Aber was die noch bringen und was man davon eine Belohnung bekommt, das erfahren wir wohl noch im Laufe des Spiels. Man bekommt wohl eine Belohnung. Das ist wohl safe. Das habt ihr mir gesagt. Moment mal, da ist immer auch der Stein, ne? Ja, da kommen wir immer noch nicht lang. Also man bekommt eine Belohnung, das habt ihr mir geschrieben. Aber was es ist und wo wir die eintauschen können und so weiter, das werden wir wohl noch im Laufe des Spiels herausfinden. Also, sind wir einfach mal gespannt, was da noch auf uns wartet und der Epic Moment ist schon wieder da. Wir betreten die Ebene von Hyrule und alles ist schon wieder Porno. Die Schattenwand ist schon ein bisschen zurückgegangen, ja. Nur noch 2/3 von Hyrule sind in Schatten gehüllt. Die linke Seite haben wir schon zu unseren Zwecken wieder vom Schatten befreit. Und zum Glück ist Epona in diesem Spiel so unfassbar schnell, dass sie ja wirklich übertrieben fast wieder nach Kakariko kommen. Sie hat wirklich nicht zu wenig Ausdauer. Man kann hier wirklich gut durchpowern. Ist schnell wieder da, wo man hinkommen will. Also, alles eine gute Sache. Die goldenen... Moment mal. War da eins? Ja, tatsächlich! Ich habe es gerade im Augenwinkel glitzern sehen. Man hört sie auch ein bisschen. Man hört da so eine Art kleine Triangel. Aber hier ist noch ein Goldinsekt. Und das ist die Kellerassel männlich. Habe ich schon die weibliche Kellerassel? Das will ich jetzt mal eben nachschauen. Ja, tatsächlich. Wir haben das erste Insektenpärchen. Und die haben wir in der Nähe des Kakariko-Tals gefunden und die eben auch. Geiler Scheiß. Wir haben unser erstes Insektenpärchen vervollständigt. Ey, ich habe das nur so wirklich im Augenwinkel gesehen, so, hä, war da was, war da nicht was? Und dann habe ich gestoppt und dann habe ich schon so, wie gesagt, in diese Triangel dieses Glitzern gehört. Und da habe ich schon, ja. Genau richtig. Du bist absolut richtig. So, auf geht's, Epona. Epona hüpft so unmenschlich hoch. Das ist unpferdlich hoch, müsste man ja eher sagen. Sehr, sehr geil. Wir sind wieder back. Oh nein. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh.
Jetzt hinterher. Link hinterher. Diesmal haben wir ein Pferd und eine Waffe. Und wir sind bereit. Du wirst es nicht flüchten, Link. Du wirst es diesen verfluchten Knecht verfolgen. Wo auch immer der hin ist. Auf geht's. Auf geht's. Ihr entkommt mir nicht mehr. Ich hoffe, die sind hier lang. Ich hoffe wirklich, dass sie hier lang sind. Ja. Wer auch immer du bist, du ekliger Fettsack, gib sofort den Kleinen zurück. Der ist der mutigste von den ganzen Kids. Der ist der geilste. Du machst mit dem keine Scheiße. Keine Sorge, ich komm schon. Oh, das sind ganz schön viele. Ich werde trotzdem ihn verfolgen. Ich werde trotzdem ihn verfolgen. Ich kacke auf die anderen. So, auf geht's. Auf geht's, Link. Jetzt. Ja. Ja. Oh, bleib da, bleib da. Ich scheiße auf die anderen. Ich will einfach nur den Kleinen retten. Der hat absolute Priorität. Oh, ihr haut bitte ab. Nein, sie haben mich vom Pferd gehauen. Oh, ihr Schweine. Schnell, Epona. Epona. Au. So, rauf da. Geht's da rauf? Auf geht's, Epona. Der wartet, der arrogante Sack. Nein. Oh, ich hab den hinter mir anvisiert. Das ist nicht gut. So, jetzt ab. Oh, ich muss den jetzt von seinem Scheiß-Teil runterhauen, oder? Was sind das für eklige Viecher? So, jetzt hau ich sie einfach von ihren Pferden runter. So, und jetzt bist du wieder dran, mein Freund. Jetzt bist du wieder dran. Auf geht's, Epona. Wir haben jemanden zu retten. Der hat sich todesmutig dem Häuptling hier entgegengestellt. Es wäre einfach nur falsch, ihn nicht zu retten. Der hat gleich keine Rüstung mehr. Nein, jetzt kommen die anderen wieder. Ah, haut ab. Haut ab. Komm schon. Ja, du bist so ein Lauch. Du kannst Kinder angreifen und sonst nichts. Jetzt gib ihn wieder her. Diesmal waren wir kampfbereit. Oh nein, aber er flüchtet, oder? Nein, er schafft es zu flüchten. Oder? Okay. Er über die Hylia-Brücke. Ich auch. Holy shit. Hoffentlich passiert das nicht. Okay, wir können nicht mehr zurück. Scheiße. Epona hin oder her, aber dieses gepanzerte Monsterschwein. Das ist schon relativ übel. Ausweichen. Oh, scheiße. Er hat mich erwischt. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, nochmal. Wie kann ich ausweichen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, ne? Der... Say what? Scheiße, ich bin gleich down. Aber ich habe noch eine Fee, ne? So, ich weiche jetzt einfach hier zur Seite aus. Und ich habe ihn getroffen. Okay, chill. Oh, das ist ganz schön übel, ne? Ich glaube, ich werde hier Game Over gehen. Epona? Okay, Moment. Ausweichen. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Oh, scheiße. Das ist nicht cool, Mann. Würdest du dich bitte umdrehen? Okay, alles klar. Ich geh hier auf die Seite. Jetzt reite ich zur Seite. Und ich verliere halt einfach. Wenn es frontal auf frontal kommt. Aber ich habe doch noch eine Fee. Moment. Ja, die kam jetzt wieder zum Tragen. Sehr schön. Ein Glück, dass wir die mitgenommen haben. Jetzt einfach zur Seite. Die Steuerung auf diesem Pferd ist absolut insane kacke. Okay, Moment. Oder kann ich irgendwie besser ausweichen? Und ich habe das vorhin schon richtig gemacht, ne? Oh, kacke. Ich muss zur rechten Seite ausweichen, weil Link da sein Schwert trägt. Das ist, denke ich, die Kunst. Ja, jetzt habe ich ihn erwischt. Und jetzt ist er down. Verdammt, nicht gut angestellt. Aber war auch nicht easy. Aber wir haben den Häuptling getötet. Und wir müssen den Kleinen jetzt retten. Der hängt immer noch an seiner Lanze.
Aber was eine epische Szene ist das bitte. Epic. Holy shit. Twilight Princess überrascht mich jeden Part aufs Neue. Hey Kleiner, alles fit? Baby. Und die anderen? Denen geht's gut. Oh, ich hab grad so Gänsehaut. Dann ist ja gut. Betty, entschuldige, ich wollte dich nicht schubsen. Ich habe es jetzt endlich verstanden. Papa hat immer gesagt, ich soll ein starker Mann werden. So wie du, Hübi. Es geht aber nicht nur um Kraft, sondern auch um Mut. Hübi, du hast mich gerettet, oder? Unglaublich. Oh, die Szene ist so schön, ne? Hübi, du könntest sicher auch den Goronen in ihrer Mine helfen, oder? Der ist nicht tot, oder? Der ist nicht gestorben, oder? Es kann... Nein, 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 nein. Der ist nur schwach oder ohnmächtig. Der wird nicht sterben. Holy shit. Ich dachte wirklich, ich gehe jetzt ganz entspannt zu den Goronen und auf einmal stehe ich in einem epischen Pferdeduell gegen den Anführer dieser... Ich glaube... Bullblinds hießen die oder so, ne? Krasser Scheiß. Wie Tollkühn von Colin. Da bist du auch sonst immer so ein Feigling. Aber er wird doch wieder gesund, oder? Oder? Und ich frage mich, wo Maro sich herumtreibt, dass er nicht einmal einen Krankenbesuch bei Colin macht. Er ist in den Laden gegangen und hat gesagt, er will da was aufbauen. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Du hättest ihm auch mal den Kopf waschen, Hübi. Holy shit. Lol, der hat hier seinen eigenen Store aufgemacht. Schau mal, der hat hier über Sticker von sich. Aber was war das schon wieder für eine epische Passage? Also, ich bin mittlerweile fast froh, dass ich Twilight Princess bisher noch nicht gezockt habe. Hey, das ist doch keine Selbstbedienung hier. Das sind sehr wertvolle Waren. Wenn du auch was davon brauchst, dann bezahl auch dafür. Ich habe diesen bankrotten Laden hier übernommen. Du solltest auch etwas kaufen. Es kommt schließlich allen hier in Kakariko zugute. Ja, dann kaufe ich doch das Hylia-Shield, oder? Ich habe 355 Rubine. Das kostet 200, ich denke, das können wir uns echt gönnen. Eingeschränkte Verfügbarkeit. Wenn du ihn jetzt nicht kaufst, tut es dir später vielleicht... Ja. Das sind die typischen Verkauftricks. Aber es ist okay. Ich will das Hylia-Shield haben. Dafür gebe ich auch gern 200 Rubine aus. Und ich denke, das ist das beste Schild im Spiel, oder? Ich meine... Ach, es sieht so geil aus. Ich liebe es. Yay! Geiler Scheiß. Ein Held kann ich zwar nicht werden, aber immerhin gebe ich den Leuten in meinem Laden das, was sie wirklich brauchen. Dir auch noch viel Erfolg und so. Danke, Mann. Und ich würde das Schild auch gerne ausrüsten, wenn ich ehrlich bin. Zack! Da ist es! Geiler Scheiß. Na dann, auf zu den Goronen. Wir haben noch gut Zeit, aber wie gesagt, das sind einfach so epische Passagen. Das sind so emotionale Momente, die das Spiel einfach so fesselnd machen. Ich habe ja immer gesagt, Majora's Mask ist mein absolutes Lieblings-Zelda. Warum? Weil es so viele emotionale Momente hat. Weil emotionale Momente binden einfach unfassbar. Die binden einen Spieler an ein Spiel. Und Twilight Princess überrascht mich bisher auf allen Ebenen. Ich bin so froh, dass ich es bisher noch nicht gezockt habe, dass ich all die Impressionen, die ich jetzt hier habe, und all die Emotionen und all die Gefühle, die ich jetzt hier durchlebe, dass ich die mit euch gemeinsam nochmal erleben kann. Und dass ihr das auch live seht. Ich bin echt happy, ne? Okay, Moment. Bevor wir jetzt da hochgehen, lege ich mir direkt mal die Eisenstiefel jetzt hier auf R. Dass wenn der Goron uns da oben dann anmault,
dass wir uns die anziehen können. Und da müssen wir ihn, glaube ich, in einen Ringkampf verwickeln. Kann das sein? Oder sagt er dann schon, oh, du hast mich aufgehalten, du bist ja so krass. So. Jetzt habe ich sie an. Oh, Alter. Holy shit, was geht ab? Was, du schon wieder? Du kannst kommen, so oft du willst. Es nützt dir nichts, an mir kommst du nicht vorbei. Ja, ja, sei ruhig, mein Freund. Sei einfach ruhig. Zack. Ich habe doch A gedrückt, oder? Oh, ich habe doch A gedrückt. Du Schwächling, so kannst du nicht gegen einen Grund ankommen. Ist dir das klar? Hau ab. Hey, ich habe doch A gedrückt. Oder muss ich erst ausweichen? Okay, Moment mal, ich ziehe nochmal aus. Aber die sind mega geil. Okay, aber ich hab ein bisschen verkackt auf der Ebene. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich zu früh A gedrückt. Und beim zweiten Mal weiß ich es nicht mehr. Warst du schon wieder? Ja, halt, sehr ruhig. So, ich laufe nach. Zack. Die ziehen wir an. Hey, ach, ich muss. Ah, ich muss safe auf A bleiben. Ich muss safe auf A bleiben. Ja, ja. Der, oder nicht? Doch, ich glaube, ich muss auf A bleiben. Ich glaube, ich muss auf A bleiben, weil er stemmt sich kurz dagegen und dann lässt er los. Ich laufe möglichst weit nach vorne und halte dann mal A gedrückt. Mal gucken, was dann passiert. Das war ja auch die Lösung beim Angeln. Beim Angeln habe ich auch immer nur einmal A gedrückt und dann passierte nichts. Vielleicht kann ich aus meinem Angelfehler lernen. So, komm, das schaffe ich jetzt. Die hier an. Und... ja, A gedrückt halten ist... Wow. A gedrückt halten ist die Devise. Boy? Ist jetzt einfach weggerollt, oder was? Tatsächlich, der ist einfach weitergerollt. Wir können gar nicht mehr mit ihm reden. Was geht ab? Aber mittlerweile finde ich, sehen wir mit dem Schild schon richtig epic. Oh lol, da kommt ja noch einer. Oh lol. Was geht ab? Hier kommen jetzt übel viele entgegen. Was ist das denn? Ah ja, tatsächlich. Holy shit. Du haust auch ab. So, jetzt schnell weiter. Immer gucken, ob da wieder irgendwo einer angerollt kommt. Ja, da kommt schon wieder einer. Oh, aber ihr könnt mich nicht bezwingen. Das sind ja keine Felsen. Das sind einfach alles Lebewesen, die hier durch die Welt, durch die Gegend feuern. Ich feiere das. So. Das hatte ich gehofft, dass sie Herzen sind. Dass sie gleich drei sind, das finde ich natürlich umso geiler. So. Jetzt nehmen wir das Netz. Beim letzten Mal waren wir als Wolf. Da haben wir die Treppe genommen. Aber als Mensch können wir auch das Netz nehmen. Und oh, das ist der Vulkan. Holy shit. Da kommt wieder was. Oh Gott. Oh, noch schnell genug reagiert. Sehr schön. Zum Glück hat Link die Stiefel ziemlich schnell an. Er hüpft nur einmal und zack. Sind sie seinen Füßen. Und hier habe ich was verpasst, ja, Freunde. Das. Wie fließt noch mich? Hier bei diesem Stein. Bei diesem Stein, da hätte ich als Wolf, glaube ich, meinen Spürsinn aktivieren müssen, ne? Hier hätte ich, glaube ich, einen neuen Schwertmove gelernt, habt ihr mir geschrieben. War dumm von mir, aber wusste ich nicht, habe ich übersehen. Werde ich beim nächsten Mal nachholen, sollte ich hier irgendwann mal wieder als Wolf herkommen, das muss ja irgendwie möglich sein. Sonst wär der Stein hier nicht. Also bei diesem Stein mit dem Loch, da kann man als Wolf was lernen. Ach, der Vulkan bricht aus, ich dachte, mir kommt schon ein Corona entgegen, deswegen habe ich schon wieder meine Boots angezogen. Was geht hier ab? Da sind die ganzen Corona, aber ich hoffe, die kämpfen nicht gegen mich. Okay, sie haben mich gesehen. Und bestatten jetzt, glaube ich, Bericht. Erstatten jetzt, glaube ich, Bericht bei ihrem Häuptling oder so. Ich hoffe, ich kriege keinen Stress. Ich bin nur hier, um zu helfen, wirklich. Ich schwöre. No joke. Ich schaue noch kurz unter den Stein nach, ob hier vielleicht noch mal Herzen sind. Ich hätte irgendwie gern noch einen. Eins. Ich hätte gern volle Herzen. Aber man kann ja auch nichts machen, wenn nicht. Aber hier ein paar Rubine können ja auch nie schaden. Na, hier ist irgendwie nichts mehr. Ich rede jetzt einfach mal mit denen. Und dann gucken wir mal, wie sie reagieren. Oh! Lol. Der hat übelst weggedonnert. Ihr könnt mich alle einfach in Ruhe lassen, okay? Was ist das? Verdammt, das ist ja mal wieder unheimlich.
Wahrscheinlich eine Art traditionelle Begrüßung am Todesberg. Ja, voll funny. Was geht ab? Und dabei war ich doch eigentlich gerade hier hinten, um hier hochzuklettern. Weil hier ist nämlich ein kleiner Durchgang. Da kann ich rein. Ja, und was ist das? Das sieht mir nach Wolf aus. Das ist eine Wolfstatze, oder? Dieser Krone vorhin, die sind noch einfach auf den Rücken eines Kameraden gestiegen und haben sich hochschleudern lassen, oder? Vielleicht könntest du auch auf den Rücken von diesem zusammengerollten Geron dort steigen. Ach so. Ach so. Muss ich mich einfach hier hochboosten lassen, oder was? Ach. Aber der muss sich jetzt erst von so einem Felsen treffen lassen. Der vorhin hat sich nämlich erst zusammengerollt, nachdem ihn so ein Fels getroffen hat. Oh, lol. Oder muss ich da... Oh, scheiße. Okay, ich mach den gar nichts. Doch, der Wirbelsturm hat's getan. Okay, Moment, wenn ich jetzt da hochsteige? Wie geil ist das denn? Ja, okay. Das ist natürlich auch eine Art und Weise, den Vulkan zu besteigen. Geiler Scheiß. Okay, aber wo muss ich lang? Ich denke hier eher, oder? Vielleicht kann ich hier mit dem Wirbelwind die zu Fall bringen. Wenn der Geist hier sich mal wieder verziehen würde. Okay, Moment. Ich ziehe mal die Boots an, weil die haben ihn vorhin, glaube ich, aus dem Gleichgewicht gebracht. So, mein Sohn, komm mal her. Okay, das juckt ihn gar nicht. Oh, jetzt hat mich der Stein getroffen. Achso, ah nein, wenn die so taumeln, muss ich sie boxen. Ich muss ihnen ausweichen, dann taumeln sie, weil sie das Gleichgewicht verlieren. Und dann kann ich sie umwerfen. Ich kapiere. Sehr interessant. Und wir kommen wieder ein Stückchen weiter. Wir können uns unsere Feinde zu Hilfe nehmen, um ihre eigene Festung zu erklimmen. Das finde ich ja irgendwie schon ein bisschen cool. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hoffe gerade nochmal auf Herzen unter den Steinen. Ja! Und meine Suche wird belohnt. Nein, weg mit dem, den will ich nicht. Ich will nicht jeden Stein, ich will nur die mit den Herzen. Gut, da unten ist eine heiße Therme. Und da ist ein Shop? Aber der verkauft mir doch safe nichts, oder? Doch, die chillen hier einfach. Aber ich glaube nicht, dass der mir was verkauft. Und vielleicht sagt er, willkommen, wie wäre es mit einem Andenken an die Therme? Doch, das juckt die gar nicht. Oh, wir kriegen hier Pfeile. Kriegen hier dann schon den Bogen? Holzschild, Milch. Ein kräftiger Schluck Milch nach dem Bad gibt etwas... Nee, du passt. Gibt es nichts Außergewöhnliches. Aber ich kann mich in der heißen Therme heilen. Das wusste ich. Das war in Breath of the Wild nämlich auch schon so. Aber okay, aber dann ist das gar nicht neu in Breath of the Wild. Dann gab es das schon in Twilight Princess. Das wusste ich wiederum nicht. Ich dachte, das wäre in Breath of the Wild neu. Dass man sich in so heißen Thermen, in so heißen Quellen... Oh, lol, Moment. Ich muss ausweichen. Oh, scheiße, ich muss ausweichen. Nee. Komm, greif mich jetzt an. Scheiße. Ja, und jetzt muss man sie zum Umkippen bringen. Ich habe das System der Kollegen verstanden, ne? Jetzt muss ich einfach hier hochbringen. Ey, das ist voll geil. Ich feiere das einfach mal komplett, diese Idee. Dieses System, wie man sich hier vorarbeitet. Geiler Scheiß. Kann der Geist hier auch mal wieder aufhören, bitte? Mein Freund. Was zur Hölle? Ah, Moment. Das riecht doch nach Eisenstiefeln. Dann können die mich nicht wegwehen. Ja. Ich dachte mir gerade schon, der hört gar nicht auf. Da muss es irgendeinen anderen Trick geben. Das ist es. Die Eisenstiefel helfen uns dabei, nicht weggeweht zu werden. Oh, hier brauche ich es auch nochmal. Um den hier aufzuhalten, ne? Und da kommt gleich noch einer. Boah, ey, die wollen aber auch mit allen Mitteln verhindern, dass wir hier hochkommen. Aber wenn man einen eisernen Willen hat, kann man alles erreichen. Und was dort oben auf uns wartet, Freunde, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Eure Meinung zu gesehen, nehmt gerne in die Kommentare, vor allem zu dieser ultra emotionalen Szene mit dem Jungen und dieser Kampf gegen den dicken Ogre-Boss oder was das war. Voll geil. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein, euer Hübi.